Das Warten hat endlich ein Ende. Saisonstart in der dritten Liga. Der FCS ist heiß. Wir brennen jetzt auf den Start am Samstag. In der Vorbereitung ungeschlagen, die Rückrundenrekordserie noch im Kopf. Was wir in letzten Spiele abgerufen haben, wenn wir gegen Chemnitz abrufen, ich denke, das wäre kein Problem. Blau-Schwarz will Tore, Blau-Schwarz will tanzen. 30 Minuten dritte Liga, jetzt in der Arena am Samstag. Es geht also endlich wieder los. Damit hallo und willkommen zur Arena am Samstag im Ludwigspark. Also vor diesen Fans wollte der FCS heute die ersten Punkte sammeln in der neuen Saison für das Ziel einstelliger Tabellenplatz. Der Gegner war der Aufsteiger aus Chemnitz und damit war Saarbrücken natürlich heute zu Hause in der Favoritenrolle. Ob das der Trainer Jürgen Luginger auch so gesehen hat, mein Kollege Daniel Scheider hat kurz vor der Partie mit ihm gesprochen. Ja, und jetzt ist er bei uns, Jürgen Luginger. Vor diesem ersten Spiel in der dritten Liga, spürt man da so einen richtigen Druck jetzt auch nach dieser Vorbereitungsphase der Langen? Nein, Druck gar nicht. Freude, Spaß und ja, man will jetzt wieder, dass losgeht. Und ja, wir haben hart dafür gearbeitet, jetzt in der Vorbereitung und jetzt wollen wir uns den Lohn abholen. Das ist es. Die Erwartungshaltung ist natürlich schon riesig nach einer tollen Vorbereitung. Ihr habt kein Spiel verloren, auch nicht gegen Top-Bundesliga-Teams. Ja, aber für die Vorbereitung gibt es keine Punkte. Ja. Und heute zählt es wieder. Aber ich bin mir sicher, die Mannschaft wird alles abrufen und dann werden wir sehen, was rauskommt. Hab kurz auf die Aufstellung geguckt und habe mich schon ein bisschen gewundert, dass Marcel Ziemer, der eigentlich, sage ich jetzt mal, als bester Stürmer eingekauft wurde, nicht von Anfang an mit dabei ist. Warum? Ja, ich denke, ihm fehlen einfach noch 10% von der Kondition her, einfach so ein Spiel durchzustehen. Und es macht mehr Sinn, wenn er von der Bank kommt dann. Okay, das heißt also, möglicherweise kommt er dann in der zweiten Halbzeit, wenn Saarbrücken schon führt gegen Chemnitz. Das wird natürlich eine schwere Kiste, denn Chemnitz ein ganz harter Brocken. Ja, natürlich. Es ist kein normaler Aufsteiger. Sie haben viel Erfahrung schon in der Mannschaft. Ja, sind schwer zu bespielen, haben sehr gute Ordnung in ihrem Spiel. Und von dem her müssen wir einfach Geduld haben über 90 Minuten und unsere Chance suchen und nutzen dann. Wir haben ein bisschen in die Statistik geguckt und haben gesehen, in den letzten 4 Jahren hat der 1. FC Saarbrücken trotz eigentlich erfolgreichen Fußballs kein Auftaktspiel mehr gewonnen. Ja gut, das wollen wir heute anders machen. Ja. Wir werden alles dran setzen und das werden wir jetzt mal nach den 90 Minuten sehen. Okay, alles Gute für das Spiel. Danke. Genau, jede Serie hat ja schließlich mal ein Ende. Warum also nicht heute? Obwohl der FCS Tabellenplatz 6 belegt hat in der letzten Saison und obwohl sie eine Vorbereitung hingelegt haben, wie selten zuvor, also so gut wie selten zuvor in den vergangenen Jahren, übt man sich beim FCS vor dieser Saison in Bescheidenheit. Es sollte möglichst ein einstelliger Tabellenplatz werden am Ende der Saison. Aber dafür könnte man heute zum Auftakt natürlich gerne 3 Punkte zu Hause lassen im Ludwigspark gegen Chemnitz. Da hätte sich ja kein Saarbrücker etwas dagegen. Und damit rein ins sportliche Geschehen. Frank Rundhefer fasst die Partie Saarbrücken gegen Chemnitz zusammen. 7000 Zuschauer begrüßen die neue Saison und sie begrüßen 3 Neuzugänge. Sven Zögler, gekommen aus Darmstadt, spielt heute im linken Mittelfeld. Akzente nach vorne sind gewünscht. Christian Eggert übernimmt in der Innenverteidigung die Position von Ex-Kapitän Markus Mann und Tim Kruse spielt im defensiven Mittelfeld neben Stefan Sieger. Chemnitz-Coach Gerd Schädlich, er hat diesen Club neu geformt, in die dritte Liga geführt. Und der Neuling muss sich heute bei der Mannschaft von Jürgen Luginger beweisen. Ja, die Vorbereitung für den FCS lief sensationell gut, keine Niederlage und zudem noch Erstligisten geschlagen. Da hat auch Benjamin Förster aufgehorcht. Der Chemnitzer Stürmer hat vergangene Saison 25 Tore erzielt. Also hinein in den Liga-Auftakt. Es geht los, gleich mit Chance für Saarbrücken. Markus Fuchs, der ehemalige Nürnberger, heute alleinige Spitze im 4-2-3-1-System von Jürgen Luginger. Sven Zögler mit dem Freistoß. Und der FCS ist von der ersten Minute an präsent. Marcel Ziemer, der neue Mann aus Wien, Sie haben es gerade gehört, zunächst auf der Bank. Er braucht noch ein bisschen, um bei 100% zu sein. Dann Foul von Aydemir an Stiefler und Saarbrücken reagiert gut. Tim Kruse spielt da Fuchs an, dann Zögler. Ja, noch nichts Weltbewegendes, aber immerhin, so hält man sich auch
den Gegner vom eigenen Tor fern. Jürgen Luginger kann heute den ersten Auftaktsieg nach 4 Jahren einfahren und sein Team wirkt stabil in den Anfangsminuten, dann aber auch einmal der Gegner aus Chemnitz. Der FCS vertändelt hier den Ball und dann Aydemir mit dem Versuch. Und auch wenn Enver Marina da böse schaut, ein wirkliches Problem hat dieser Schuss für ihn nicht dargestellt. Chemnitz versteckt sich nicht beim ersten Auftritt in der neuen Liga. Stefan Sieger ist jetzt Kapitän des FCS, hat Markus Mann abgelöst. Belagerungszustand jetzt des Chemnitzer Strafraums. Sieger leitet ein, Sieger übernimmt, Sieger, Pentke heißt der Sieger gegen Sieger. Erste Großchance im Park und da sagt man doch so leicht, den hätte er machen müssen. Stimmt zwar, aber Philipp Pentke reagiert auch wirklich hervorragend in dieser Szene. Saarbrücken ist das überlegene Team, aber der Ball ist noch nicht über die Linie des Chemnitzer Tors gerollt. Sofort im Anschluss die Ecke und Fuchs! Nochmal gute Möglichkeit für den FCS. Gerd Schädlich mit Knittermine, verständlich nach diesen Möglichkeiten für Saarbrücken. Aber die Mine wird sich gleich aufhellen. Sein Chemnitzer FC kommt. Gabuszewski erfasst die Situation am schnellsten. Achtung, Fehler, Lerondi. Tüting. Und dann gerade noch Sieger vorhörnig. Ja, Mann, durchatmen beim FCS. Das war schon richtig heiß da im eigenen Strafraum. Sieger kommt gerade noch rechtzeitig, um zur Ecke zu klären. Ganz knapp schlittern die Gäste an der Führung vorbei. Saarbrücken braucht ein Ausrufezeichen. Frei nach dem Motto, so geht das hier nicht, liebe Chemnitzer. Und tatsächlich, jetzt mal Kombinationsfußball. Scheint zunächst geklärt die Situation, aber dann kommt Kruse an den Ball. Der macht heute ein richtig gutes Spiel. Überlegen mit Übersicht. Zieht Forkel und wieder Fuchs. Der zeigt sich da vorne immer wieder. Gute Möglichkeit. Dankeschön an den Flankengeber. Tim Kruse leitet diese Szene mit großer Übersicht ein. 33. Minute. Auch wenn Chemnitz nicht an die Wand gespielt wird, der FCS dominiert. Und die nächste Offensivaktion für die Fans. Zückler, Stiefler und plötzlich Özbek mit der Möglichkeit. Aber der hat heute kein glückliches Händchen, geschweige denn ein glückliches Füßchen. Und jetzt schauen Sie, ganz in Ruhe wird er sachlich und einfühlsam von Markus Fuchs kritisiert. Özbek hatte sich in der Vorbereitung in der Mannschaft festgespielt. Heute ist es aber bislang noch nicht sein Spiel. Immerhin, Chancen werden herausgearbeitet. Aber die Fans werden eben nur mit Treffern so richtig in Stimmung versetzt. Noch 4 Minuten bis zum Halbzeitpfiff. Foul da vor dem Gästeblock. Freistoß für die Mannschaft von Jürgen Luginger. Und wieder beim Freistoß Sven Zückler. Und dann Markus Fuchs mit dem 1-0. 41. Minute, jetzt hat es endlich funktioniert. Und der FCS belohnt sich für eine ordentliche erste Halbzeit. Er die Führung verdient. Fuchs, Saisontreffer Nummer 1. Schon hat er seine Aufstellung gerechtfertigt. Und so kann der FCS ganz beruhigt mit einem 1-0 in die Pause gehen. Aber noch eine Chance erspielen sich die Gäste vor dem Gang in die Kabine. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Gabuszewski bekommt den Ball zurück. Achtung, Gefahr. Marina, gut. Und dann höre ich auf Richter und bumm, dann ist es doch noch passiert. Was für ein ärgerlicher Treffer. Der FCS fängt sich tatsächlich noch einen Gegentreffer vor der Halbzeit. Marina pariert den Kopfball von Förster. Zunächst sehr gut. Aber dann ist die Verwirrung in der Hintermannschaft perfekt. Hörnig sieht seinen Kapitän Richter und der hat keine Mühe.
Also jetzt geht's wieder mit Gleichstand in die zweite Halbzeit. Ja, die Verletzten Saarbrücker Otto Kohler und Pisano hatten viel zu diskutieren. Und ich verspreche Ihnen, es kommt noch mehr Diskussionsstoff hinzu. Bach, eingewechselt, leitet den ersten Angriff der zweiten 45 Minuten ein. Fuchs schön auf Özbeck. Und wieder Fuchs, verpasst er. Saarbrücken spielt konsequent auf Sieg, auf Torerfolg und Jürgen Luginger will mehr als ein Remis. Er löst den glücklosen Özbeck, bringt Marcel Ziemer, 62. Minute. Dann Freistoß für den FCS. Tim Kruse. Ja, aus allen Lagen wird jetzt versucht, dieses eine Tor zu machen. Dieses Tor, das Erlösung bringen soll. Nächste Chance, wieder Saarbrücken. Chemnitz vertändelt da und Stefan Sieger setzt sich sehr gut ein. Dann Fuchs. Ja, Stiefler stand da hinten bereit. Was ist los, FCS? Wann wird endlich eine Möglichkeit verwertet? Das erste Saisonspiel entwickelt sich schon jetzt zu einer Geduldsprüfung. Dann hat Schiedsrichter Christian Leicher genug vom Gemecker von Gerd Schädlich. Er bekommt einen kostenlosen neuen Platz auf der Tribüne. Und er kann dann noch weniger eingreifen, wenn der FCS mit Wucht kommt. So wie hier mit Yannick Bach. Super Aktion des jungen Mannes. Mit unbedingtem Willen auf den Ball und in Richtung Tor. Ja, das hätte mehr verdient gehabt. Und Jürgen Lugingers Adrenalinspeicher dürften für heute langsam aufgebraucht sein. Aber er muss noch Reserven anzapfen, denn Chemnitz kommt. Zu viel Raum für die Gäste. Und dann kommt Schlosser gegen Lerondi und Forkel und er macht das 2:1, aber denkst du, im Hintergrund haben sie vielleicht den Pfiff gehört. Schiri Leicher hat etwas dagegen und der Pfiff macht aus Schlosser einen Berserker und das zurecht. Er sieht zwar gelb, aber der Schiedsrichter, er will hier gleich ein Foul gesehen haben. Hier gegen Forkel, klare Fehlentscheidung, das war gar nichts. Chemnitz wird hier ein reguläres Tor geklaut, der FCS im Glück. Aber die Partie noch immer nicht zu Ende. Letzte Spielminute. Sückler, immer gefährlich. Er sieht Ziemer in der Mitte. Ziemer! Was machst du da, Junge? Die Chance, den Sieg doch noch perfekt zu machen. Ziemer verzieht und der FCS muss sich hier und heute mit einem Punkt zufrieden geben. Tragisch für den Neuzugang, er ist mit Sicherheit der traurigste Saarbrücker nach dem Spiel. Da verspringt ihm der Ball noch leicht und dann ist es passiert. Chance vergeben, schauen Sie in seine traurigen Augen. Der erste FC Saarbrücken war die bessere Mannschaft und lässt doch den Dreier gegen Chemnitz liegen. Den Dreier hatten wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Ich denke, er war möglich. Also wenn man die erste Halbzeit sieht, was wir für Chancen vergeben haben, dann passen wir einmal hinten nicht richtig auf und es steht 1-1. Obwohl in meinen Augen so ein 2-0 ganz beruhigt hätten wir machen können, locker. Ja, und so laufen wir dem 1-1 hinterher, vergeben in der letzten oder vorletzten Minute noch eine Riesenchance. Ja, und so stehen wir dann nur mit einem Punkt da. Standards haben wir einen guten Spezialist mit dem Sven Zöckler. Das läuft bei uns eigentlich ziemlich gut. Davor hätte ich eigentlich schon zwei machen müssen. Zum Glück hat es beim dritten geklappt. Leider nicht für den Sieg, aber ja. Der Gegentreffer, sehr unglücklich vor allem, was den Zeitpunkt betrifft, aber auch unglücklich in der Entstehung. Das ist immer schwer. Die haben auch gute Standardspezialisten, große Männer drin. Da rutscht mal so ein Ding durch, passt man nicht genau auf. Vorwurf kann man da nicht machen, Gegentore sind immer blöd. Gilt es zu vermeiden beim nächsten Mal und dann springt bestimmt mehr aus. Aber Pechvogel des Tages, das ist Marcel Ziemer, der den Saarbrücker Sieg hätte klar machen können. Hier springt der Ball noch einmal auf
Und schon ist die Chance vergeben. Also reden hilft, sagt man, aber zerreden dürfen sie dieses Spiel auch nicht. Vieles war schon gut, am Rest kann man arbeiten. Freitag wartet der erste Auftritt im DFB-Pokal. Na, das geht doch schon mal spannend los hier in der dritten Liga beim 1. FC Saarbrücken. Es bleibt aber leider auf jeden Fall auch bei der Serie, dass die Auftaktspiele nicht gewonnen werden können. Was die Spieler heute zu ihrer Leistung gesagt haben, das haben wir gerade gehört. Aber entscheidend ist natürlich, was der Trainer sagt. Daniel Scheider hat auch nach der Partie mit Jürgen Luginger gesprochen. Tja, und jetzt ist er bei uns, Jürgen Luginger. Es ist kein Dreier geworden, Jürgen Luginger. Warum nicht? Ja gut, ich denke, das haben wir gesehen beim Spiel. Ja, wenn man so klare Chancen nicht reinmacht wie wir heute, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Aber ich bin nicht unzufrieden. Ja, die Mannschaft hat sich die Chancen herausgearbeitet, hat die besseren Möglichkeiten gehabt. Es hat schlussendlich einfach der Abschluss gefehlt. Marcel Ziemer zum Schluss dann noch gebracht und der hat dann noch mal, naja, ich sag jetzt mal eine 1000-prozentige. Ja, wir kennen das ja vom Fußball, ja, von anderen Spielen auch. Man ist ein paar Meter vor der Linie und muss nur noch reinschieben. Aber gut, er macht das ja auch nicht absichtlich und wie die anderen auch nicht. Von dem her müssen wir mit dem Auftakt einfach leben. Ja, wir haben einen Punkt geholt. Ich glaube, es ist besser wie letztes Jahr gestartet. Von dem her ist okay. Okay, vielleicht noch mal kurz zum Gegentreffer. Eine Standardsituation. Enver Marina hält zunächst richtig gut, aber dann fällt das einem Chemnitzer quasi vor die Füße. Da kann man nichts draus machen? Nein, wir wussten, dass die stark sind bei Standards. Ja. Die haben gute Standardschützen auch und auch große Leute. Von dem her ist da immer gefährlich gewesen. Aber wir haben ja kaum was zugelassen und das kann immer mal passieren. War natürlich unglücklich, so kurz vor der Halbzeit noch den Ausgleich zu bekommen. Ich denke, wenn wir 1-0 in die zweite Halbzeit gehen, tun wir uns noch was einfacher. Aber wir hatten in der zweiten Halbzeit auch noch die Chancen, das Spiel zu gewinnen. Nun hat mir ein bisschen die Präzision und die Abstimmung gefehlt in der zweiten Hälfte. War das konditionell bedingt? Was würden Sie sagen? Ja, ich habe gesagt, das ist ein Meisterschaftsspiel, anders wie Vorbereitung und es wird auch noch ein paar Wochen dauern. Ja, wir haben einige neue Spieler und das hat man auch dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, der ein oder Pass nicht gekommen ist und der Rhythmus fehlt einfach, aber ist normal. Also das ist bei anderen Mannschaften auch so und ja, da müssen wir noch dran arbeiten und das werden wir in den nächsten Wochen tun. Sie haben im Vorfeld gesagt, eigentlich soll es bei diesem Kader jetzt bleiben. Das heißt also, obwohl eigentlich ja noch ein Platz frei wäre in Ihrem Kader, bleibt das auch nach diesem Spiel so? Ja, natürlich. Da hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Da wir müssen gucken, was mit unserem zweiten Torwart Andy Hubert ist, wie der sich jetzt von der Verletzung erholt oder wann das ist. Und dann müssen wir entscheiden. Das heißt also auch ein zusätzlicher Stürmer, ein Offensivmann wird nicht mehr kommen? Ja, Giuseppe Pisano kommt noch. Ja, den haben wir noch in der Hinterhand. Von dem her hoffen wir, dass er auch bald zur Mannschaft stoßt. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir komplett abgeduscht werden. Jetzt geht es in den Pokal gegen eine Zweitligamannschaft, auch im Park. Wie muss man gegen die spielen, um zu bestehen, jetzt gegen eine Profitruppe? Ja, so wie heute, nur die Tore machen dann. Die Chancen, was man hat, nutzen. Ja, wir werden nicht so viele Chancen bekommen. Aue ist defensiv sehr stark, ja, hat jetzt auch wieder unentschieden zu Null gespielt. Von dem her, viele Chancen werden wir nicht bekommen, aber die müssen wir nutzen und dann haben wir eine Möglichkeit, da weiterzukommen. Okay, vielen Dank für das Interview. Danke, Jürgen Lücken. Danke, tschüss. Und wir geben wieder zurück ins Fokus. Also über das Pokalspiel am kommenden Freitag haben wir gesprochen. Die Chancen nutzen will der FCS natürlich auch im nächsten Drittligaspiel. Das ist dann am 2. August, am Dienstag bei Rot-Weiß Oberhausen. So, und jetzt alle Ergebnisse dieses ersten Spieltags in der neuen Drittligasaison. Heidenheim-Offenbach bereits gestern Abend 2:1. Wie gesehen, Saarbrücken-Chemnitz 1:1. Sankthausen-Aalen 2:0. Münster-Unterhaching 1:1. Burghausen-Oberhausen 3:2. Erfurt-Jena 3:0. Regensburg-Babelsberg 1:1. Wiesbaden gewinnt gegen Bremen 2:1. Bielefeld unterliegt Stuttgart 1:2. Und Darmstadt verliert gegen Osnabrück 0:1. Ein erster Blick auf die erste Tabelle. Ganz vorne die Teams mit jeweils 3 Punkten haben also gesiegt am ersten Spieltag. Erfurt der erste Tabellenführer. Saarbrücken finden wir in der zweiten Hälfte wieder. Die Mannschaften mit einem Punkt, also unentschieden. Saarbrücken momentan auf Rang 8 nach dem ersten Spieltag. Und dann folgen die Teams bis zum Ende, die am ersten Spieltag verloren haben. Nicht verabschieden möchte ich mich von der Arena am Samstag mit unserem Tor des Tages. Es war das zwischenzeitliche 1:0 für den 1. FC Saarbrücken durch Markus Fuchs gegen Chemnitz.